Wer von euch besitzt eine Xbox? Bitte mal Hand hochheben. Drei. Wer besitzt eine PlayStation? Ungefähr gleich viele. Computer zählen nicht, da läuft Open Source Software drauf, das kennt ihr ja schon alles. Ein seiner nächster Vortragende, Boris Lavin, wird euch mehr darüber erzählen, wie die Sony PlayStation Blu-ray Drive gehackt wurde. Hallo alle zusammen. Also, lasst uns anfangen. Mein Name ist Boris. Ich arbeite als Sicherheitsresearcher bei Kaspersky und ich bin ein Reverse Engineer. Ich suche neue Exploits in der Welt und versuche und werde sie und veröffentliche sie. Ich habe auch ein paar der größeren Bugs gefunden. Zum Beispiel Operation Shadow Hammer. Ich habe bei der PlayStation 3 seit 2011 gehackt und damals habe ich hauptsächlich war ich dafür bekannt, dass ich die DRM gehackt habe und PS3 Debugging Tools erstellt habe. Heute rede ich mir meine beiden Lieblingsthemen: Wandern und PlayStation 3. Heute geht es um die Blu-ray Drive. So, Spiele werden auf einer normalen CD-ROM oder DVD oder so übertragen. Und das macht auch es führt zu einer sehr interessanten Frage für Sicherheitsforschung. Ich werde ein Beispiel, wie wir an die Firmware gekommen sind und wie wir die exploitiert haben und die unterschiedlichen Modelle von Blu-ray-Drives für die PlayStation anschauen. Genau. Aber bevor ich meinen Vortrag anfange, muss ich euch ganz klar sagen, zuallererst, das hat nichts zu tun mit meinem Arbeitgeber und ich habe das ausschließlich aus Interesse gemacht und nur für Forschungs- und bitte benutze es nicht, um Gesetze zu brechen. Und soweit ich weiß, gibt es nicht zu einer kompletten Sicherheitsexploit. Und es kann auch nicht benutzt werden, um Kopierschutz zu umgehen. Darum rede ich darüber. So, was ihr kennt, ist, was eine Blu-ray-Disc ist. Blu-ray hat die PlayStation 2 zuerst benutzt. Und DVD. Und Sony wollte auch bei der nächsten, der PlayStation 3, diese neue Technologie einfügen und benutzen. Die ersten Blu-ray-Drives waren nur einen Monat vor der PlayStation 3 veröffentlicht worden. Und jetzt benutzt auch die Xbox diese Disc. Das Format ist gut dokumentiert in Patenten und wir sehen auch, was für unterschiedliche Discs oder Datenträger existieren und wie sie sich voneinander unterscheiden und wie die Daten darauf gespeichert sind. Wenn euch das wirklich interessiert, dann lest diese Dokumentation. Aber diese Dokumentation machen nicht alles. Zum Beispiel die PlayStation-Discs werden anders noch verifiziert. Und jetzt habe ich mich immer gefragt, wie das funktioniert. Meine Ursprungsidee war, vielleicht finden wir, sind in der Firmware Informationen darüber. Zuallererst, wie funktionieren die Blu-ray, was sind da für Blu-ray-Player in der PlayStation 3? Wir haben 12 unterschiedliche Versionen für unterschiedliche Blu-ray-Spieler. Das ist die allererste Platine, die allererste Blu-ray-Drive für die PlayStation 3. Das ist ziemlich komplex, das Design ist relativ komplex, aber der Mikrocontroller ist von Sony. Aber nach ein paar Jahren, nach einer gewissen Zeit, haben sie beschlossen, die Platine zu reduzieren und eine andere Firma benutzt, um die CPU herzustellen. Das ist das erste mit einem Renesas Mikrocontroller. Danach haben sie angefangen, zwischen Sony und Renesas hin und her zu wechseln. Vielleicht wollten sie die Plattform einfach diverser machen, um das Angreifen zu erschweren. Bei der PlayStation 4 waren sie konstanter. Es gab
4 unterschiedliche PlayStation Blu-ray Drive Modell und die haben alle denselben Microcontroller gehabt. Und vor kurzem gab es eine neue Version und hat auch einen ähnlichen Microcontroller. Renesas ist der am meisten verfügbare Chip für die Blu-ray-Spieler in der PlayStation 3 und der PlayStation 4. Zuerst, wie kriegen wir die Firmware überhaupt? Das Ganze kam aus der Xbox 360-Szene und das ist ein Hack, ein Kamikaze-Hack von einem Xbox 360-Hacker. Häufig ist die Firmware auf einem eigenen Flash-Chip in einem Paket gespeichert. Das macht es einfacher, die Chips herzustellen, aber es macht es auch einfacher, die Daten zu überschreiben, wenn man das Paket auseinanderbaut, also den Chip auseinanderbaut. Hier ist das Paket vom Renesas Controller und hier können wir sehen, dass der Flash-Chip auch auf einem eigenen Chiplet ist, das auf dem Hauptchip aufgeklebt ist. Wie kriegen wir die Firmware da herunter mit dieser Methode? Zuerst muss das Paket aufgemacht werden. Das kann mit Säure gemacht werden. Dann müssen zum Beispiel mit einem Laser die Drähte kaputt gemacht werden und dann müssen sie wieder erstellt werden, zum Beispiel mit einer speziellen Maschine. Und dann kann der Flash ausgelesen werden. Die ganzen Schritte habe ich nicht selber gemacht, sondern die haben andere Leute, die damit viel mehr Erfahrungen haben, gemacht. Und die auch sehr ähnliche Sachen mit dem 360 Drive gemacht hat. Sie haben mir aber eine Kopie von dem Firmware-Dump weitergeleitet. Und eines, was ich gebraucht habe, ist, dass ich herausfinden musste, was für eine Architektur benutzt wurde. Und sie haben viele unterschiedliche Microcontroller und es waren ein paar Dokumente, die gezeigt haben, dass die Microcontroller für die Blu-ray Drives in der Regel auf den H8S Architektur basiert. Und diese Architektur ist von IDA Pro unterstützt und das ist sehr einfach, damit das Reverse Engineering anzufangen. Hier noch ein paar Informationen zu dieser Architektur. Es ist eine RISC-Architektur, aber sie ist ein bisschen ähnlich zu x86. Es ist relativ einfach, damit zu arbeiten. Wir haben 3 unterschiedliche Compiler. Witzige Sache ist, jeder benutzt andere Konventionen. Es gibt Konventionen zwischen unterschiedlichen Versionen von der Original-Compiler. Dann habe ich angefangen zu reverse-engineeren und jetzt ist es ziemlich komplex, weil es ist ziemlich groß, 2 Megabytes, und es gibt nur 40 Strings da drin, in dem ganzen Datenblob. Und wie können die Entwickler die Firmware debuggen? Es gab Trace-Funktionalität, aber die kann nur eine IDE benutzen. Und diese IDEs werden mit Strings am kleinen Computer umgewandelt oder aufgeschaut. Da müssen keine weiteren Strings auf dem Flash gespeichert werden, damit ist es einfach kleiner, aber vielleicht haben sie auch über Sicherheit nachgedacht. Es kompliziert das Reverse Engineering jedoch erheblich. Das Erste, was wir machen wollen, wenn wir eine neue Firmware reverse engineeren, ist, dass wir so viele Sachen wie möglich herunterladen vom Hersteller. Wir wollen Source Code herunterladen, wir wollen Libraries herunterladen, wir wollen Compiler herunterladen. Das brauchen wir alles, um das Reverse-Engineering einfacher zu machen. Man kann zum Beispiel Signaturen für IDA Pro erstellen, wo die Namen der Funktionen schon eingetragen sind und die Benutzungsartenbeweisen von den Registern benutzen. Und viel davon wird von Renesas zur Verfügung gestellt. Aber leider ist nichts DVD- oder Blu-ray-Relevantes öffentlich. Ich musste alles reverse-engineeren. Renesas produziert auch unterschiedliche RTOS-Betriebssysteme. Manche sind verfügbar, manche nicht. Und auch der offizielle Compiler ist verfügbar. Also wir haben einen Compiler, der wahrscheinlich benutzt wurde, um unsere Umgebung zu kompilieren. Als ich die Dateien vom Compiler angeschaut habe ich keine Libraries gefunden, weil
Anscheinend werden alle Libraries in speziellen Paketen gespeichert und werden erst für das Compilen entpackt. Aber was ich gemacht habe, ist, ich habe herausgefunden, wo dieser Library ist und habe diese Pakete dann selber entpackt. Und ich konnte auch keine Informationen über die Hardware bekunden, aber ich konnte IDA Pro Flirt Signaturen erstellen. Und das war sehr hilfreich. Der nächste Schritt, den ich normalerweise machen würde, wäre, ich versuche herauszufinden, die Funktionen von dem Echtzeitbetriebssystem herauszufinden, wie der Daten- und der Control-Flow benutzt wird und wie die das zwischen unterschiedlichen Prozessen hin und her schieben. Ich habe viele unterschiedliche Realtime-Betriebssysteme von Rensas heruntergeladen. Alle waren ähnlich und hatten Unterschiede und in den meisten Fällen wurden sie in Assembly für unterschiedliche Architekturen geschrieben. Im Endeffekt hat nichts dem dem Echtzeit-Betriebssystem auf der Firmware geähnelt. Also es war nicht sonderlich erfolgreich oder so interessant. Aber alles wurde von einer japanischen Firma installiert, das heißt, es hat eine spezielle Spezifikation, Mikrotron, und die definiert die Funktionen, die Argumente. Das sind mehr als 300 Seiten Dokumentation und es vereinfacht das Reverse Engineering signifikant. Als nächstes, was ich gemacht habe, ist, ich habe versucht herauszufinden, wie ich mit meinem Ziel kommunizieren kann und welche Logik ich benutzen kann. Blu-ray Drives reden über ATA und das ATA-Protokoll und wir haben unten das SATA, es gibt PATA, also Parallel ATA, das ist veraltet und dann haben wir noch SATA, serielles ATA. Und darüber haben wir zwei unterschiedliche Command-Sets oder Befehlsätze. Zum einen ATA für Festplatten und ATAPI-Befehlsatz. Das wird in den anderen Fällen benutzt. Zum Beispiel in optischen optischen CD und DVD und Blu-ray und so weiter Geräten. Wir haben ein primäres Befehlsset, der überall verfügbar ist. Wir haben ein gerätspezifisches Befehlsatz. Und da haben wir teilweise sogar zwei unterschiedliche Spezifikationen, welches da benutzt wird. Das primäre Befehlsatz hat grundlegende Hardware-Informationen drin. Wie heißt der Hersteller? Wie heißt das Produkt? Das ist das, was man sieht, wenn man das Gerät mit dem Computer verbindet. Wir suchen diese Strings in der Firmware und wir finden die entsprechenden Befehle. Damit können wir anfangen. Wir kriegen die Spezifikation und mit dem Reverse Engineering schauen wir uns einfach die Befehle an, die interessant sind. Das ist so, was ich normalerweise versuche zu machen. Wenn ich Firmware Reverse Engineere und auf diese Art und Weise können wir es besser analysieren, wir suchen dann auch Code Execution zu bekommen, das macht es viel einfacher. So, GDB, also GNU Debugger, hat einen Simulator für diese Architektur, wir können es dafür kompilieren, das ist eine ELF-Datei modifizieren und wir können Code ausführen. Aber ich mag IDA Pro als GUI und es hat auch ein paar Probleme. Also zuallererst, GDB Debugger Plugin von IDA Pro ist nicht offen und Hexray hat es vor kurzem deutlich verbessert, aber damals war es sehr buggy und es hatte nur wenige Ziele und diese Architektur war natürlich nicht unterstützt. Also habe ich beschlossen, mein eigenes GDB Debugger Plugin für IDA Pro geschrieben. Eine gute Entscheidung, weil es hat nicht allzu lange gedauert, aber es hat viel Zeit gespart, als ich diese Firmware angeschaut habe und andere Firmware. Zum Beispiel GDB für x64 wurde nur erst in IDA Pro 6.9 hinzugefügt. Hier ist ein Screenshot, wie es aussieht. Ich zeige es einfach nur mal. So, als ich dabei war, diese Firmware zu reverse-engineeren, habe ich mehrere Firmwares angeschaut. Es ist so, dass es Blu-ray-Drives für Computer existieren, die einen
auch einen Controller von Rinsource benutzen. Die wurden auch von Hitachi hergestellt und da kann man Firmware bekommen, die nicht verschlüsselt ist. Ich habe die verglichen und die PC-Firmware und die PlayStation-Firmware ziemlich unterschiedlich sind, aber sie benutzen dieselbe Entwicklungskit. Ich verstehe das, weil viele Blu-ray- und Hardware-Funktionen ähnlich sind, Peripheral-Geräte sind auf denselben Adressen, die PC-Firmware benutzt dieselbe kryptografische Prozessor und die PC-Firmware benutzt auch mehr Debug-Strings. Es zeigt uns, welcher Name da ist, wie das intern heißt. Es wird intern als Indigo 3 bezeichnet. Auf dem vorherigen Folie habe ich den kryptografischen Co-Prozessor erwähnt. Ein großer Teil davon ist von kryptografischen Funktionen benutzt. Und die werden halt vom kryptografischen Co-Prozessor verschlüsselt. Du kannst nicht die Firmware runterladen und alles reverse-engineeren, oder bekommen, weil der Prozessor sie schützt. Und dieser Kommunikationsprozess ist sehr komplex und obskur. Hier habe ich so ein paar Graphen von diesen Funktionen und für mich ist es viel einfacher, das obskurifizierte Binärdatei zu entschlüsseln. Also zu analysieren, als sie zu benutzen. Der kryptografische Prozessor benutzt eine Art von Firmware und man kann zusätzliche Module hinzuladen und Schlüssel hinzuladen. Und was ich machen wollte, ist, ich wollte damit spielen, mit dem kryptografischen Co-Prozessor und versuchen, ein paar dieser Werte verändern und schauen, was passiert. Aber man muss dafür Code ausführen können. Also reden wir jetzt über Code Execution und wie ich das erreicht habe. Also unter dem folgenden Link kann man auch mehr Informationen finden. Und dieses Protokoll ist eigentlich ziemlich großartig, um es zu exploiten. Aber es ist sehr viel seltener. Also wie funktioniert das? Ein Client sendet einen kleinen Block zum Gerät, eigentlich nur ein Kommando. Und das Gerät unterstützt eigentlich sehr viele davon und das kann verwendet werden, um Daten in das Gerät und daraus zu schicken. Und das Gerät unterstützt außerdem Rückmeldungen über den Zustand eines Befehls. Und ziemlich oft sind solche Befehle und die Größe und der Zustand in einem zusammen Block. Und das ist ein super Ziel für Fuzzing-Angriffe. Aber ich habe es tatsächlich über statische Analyse geschafft. Es scheint, dass die Firmware von einer dritten Firma entwickelt wurde. Und dann, als es fertig war, wurde es Sony übergeben und die haben dann konsolenspezifische Dinge hinzugefügt. Also alle SCSI-Befehle sehen gut aus, aber einige Befehle von Sony haben scheinbar keine Grenztests. Ein Beispiel für einen empfindlichen Angriff hat den Code E1. Und das ist verwendet, um die Authentifizierung durchzuführen, hat also einen Security-Bezug, aber die Länge ist nicht überprüft. Wir können also in diesen Buffer schreiben, der irgendwo hier ist, aber wie viel Speicher hat der? Also um die Antwort dafür zu finden, schauen wir uns einfach mal den Speicher an. Erst haben wir den nicht volatilen Speicher. Wir haben Flash, wir haben den ROM. Dann haben wir den volatilen Speicher, den SRAM und den DRAM. Und Teile, die wir schreiben können, gehören zum DRAM. Und dann haben wir noch einige Register für Peripheriegeräte. Also schauen wir uns mal den SRAM an. Das ist ein Static Random Access Memory. Er ist klein, aber ausführbar. Er beinhaltet Interrupter-Tabellen, einige wichtige Variablen, Pointer, Echtzeit-Betriebssysteme und ein Task-Stack. Und dann haben wir noch den DRAM, also Dynamic Random Access Memory. Er ist relativ groß und erst einmal er ist unbekannt, wie genau die Location oder die Verortung der Informationen ist.
Und hier sind Daten von der Disk, und aber auch Daten, die einfach nicht in den SRAM gepasst haben, weil der SRAM sehr, sehr klein ist. Und viele Variablen brauchen viel Platz und passen damit nur in den DRAM, nicht in den SRAM. Und große Teile sind einfach nur dafür verwendet, um Variablen zu speichern, die nicht in den SRAM passen. In einigen Firmwares wird dieser Bereich gar nicht benutzt, aber in Hitachi schon. Wir sind also in der Lage, in diesen Buffer zu schreiben. Wie können wir das nutzen? Also das auszunutzen ist sehr schwierig, weil alle Variablen in statischen Adressen stehen und wir können keine Heap-Exploitation-Techniken verwenden. Erst muss man eine sehr gute Exploit-Primitive finden und man muss Daten an verschiedenen Orten überschreiben können und das ohne, dass es die Gerät crasht, also zusammenbricht. Und das zu debuggen ist sehr, sehr kompliziert. Wir müssen sehr viel verstehen und simulieren können. Daher musste ich sehr viel rückentwickeln, also alle Funktionen rückentwickeln, die auf diesen Datenbereich zugreifen können. Es gibt keine virtuelle Funktionen-Pointers an diesem Ort. Es sind sehr viele Buffers und andere Variablen, aber final habe ich dann doch einen guten Exploit gefunden. Tatsächlich habe ich diesen Exploit niemals fertig gekriegt, weil ich einen besseren Weg gefunden habe, während ich daran gearbeitet hatte. DSP-Register sind sehr interessant. Sie sind verantwortlich für die meisten Funktionen des Drives, also das ATAPI-Interface, Laser, Servo, die Data-Demodulation, die Firmware zu laden und so weiter. Es wäre wirklich toll, wenn wir darauf Zugriff hätten. Und das haben wir tatsächlich. Der gesamte Areal um diesen Speicherbereich ist für Lesen und Schreiben zugänglich durch besondere SCSI-Befehle. Und hier sind diese Befehle. Das ist tatsächlich Lesebuffer und Schreibbuffer-Befehle mit besonderen Parametern. Und die gleichen Funktionen sind tatsächlich auch beim Hitachi Data Storage Firmware erhältlich. Also erinnert ihr euch, als ich gesagt habe, dass DRAM meistens durch DMA zugegriffen wird? Einige Register, die in diesem Areal verfügbar sind, sind genau für DMA verantwortlich. Und die Firmware benutzt das, um Daten zu kopieren von DRAM. Also es scheint, dass dieser Bereich, der im DRAM ist, wird tatsächlich benutzt, um diese Kopiervorgänge durchzuführen. Hier erkläre ich, wie das dann genau funktioniert. Wir haben vier Gruppen an Memory Registern. Und das ist jetzt hier ein bisschen verkürzt. Ich zeige eigentlich nur die ersten zwei, weil die anderen zwei häufig durch andere Funktionen gesetzt werden. Aber diese zwei werden während dem Starten initialisiert und danach eigentlich nicht wieder angefasst. Und jede Gruppe von diesen Registern mappen eine bestimmte Anzahl an Daten aus dem DRAM auf einen festen Speicherbereich. Und die Formel ist genau so, dass der Wert der Region mit 4000 in Hex multipliziert ist und das wird dann entweder zur ersten oder zur zweiten Hälfte DRAM addiert, je nachdem wie ein Bit gesetzt ist. Also haben wir speziell dedizierte Register, die verwendet werden, um vom DRAM zu lesen und zu schreiben. Und hier ist der Code, um genau das zu tun. Also wir haben DMA-Register durch SCSI-Befehle zugegriffen. Können wir damit den Inhalt von DRAM manipulieren? Es gibt mehrere Wege, um das zu erreichen. Also wir können zum Beispiel MEM1, also diese besondere Region, auf einen anderen DRAM-Offset mappen. Und das können wir dann exploiten, um dahin Daten
zu schreiben, worauf wir eigentlich keinen Zugriff hätten. Aber das könnte zu sehr seltsamen und unvorhersehbaren Verhalten führen und es zu debuggen ist kompliziert. Aber wir könnten auch DMA-Register direkt verwenden, um unsere Daten zu schreiben. Aber tatsächlich können wir das nicht, weil die Firmware diese Bereiche benutzt. Und wenn ich das jetzt hier benutze, dann kann das auch zu unvorhersehbarem Verhalten führen. Aber ich denke ich war trotzdem überzeugt, dass ich das verwenden konnte. Und da waren zwei Wege, um das doch zu tun. Erstens, man kann die Konsole jailbreaken, Linux installieren und mit dem Blu-ray-Device trotzdem kommunizieren. Außerdem kann man natürlich das Blu-ray-Drive von der Konsole trennen und mit dem PC verbinden. Ich habe diesen zweiten Weg gewählt, weil das viel bequemer ist. Und zum Glück konnte ich eine fertige Lösung kaufen, um genau das zu tun. Ich wollte meine Lösung mit einem PS4-Drive testen, weil das praktisch das gleiche wie die PS3-Drive ist. Die haben nur einen unterschiedlichen Connector. Aber der Unterschied ist nicht so groß, weil ich mit einer Schere das Kabel von einem PS4 also das Kabel einer PS4 verändern konnte mit einer Schere und dann war es kompatibel. Und so sah das dann aus. Das war jetzt ein Drive von einer PlayStation 4. Und der erste Schritt war, die gesamte DSP-Region zu dumpen. Und das war jetzt hier etwas eine Überraschung, weil die Adresse und der Wert beide auf 0 waren. Und das kann nur eine von zwei Sachen bedeuten. Entweder irgendetwas hier hieß, dass DMA-Register nicht da waren oder sie wurden einfach nicht benutzt. Und sie wurden einfach nur nicht benutzt. Also neue Modelle, in neueren Modellen hat Sony aufgehört, die DMA-Register zu benutzen, um DRAM, auf DRAM zuzugreifen. Sie benutzen jetzt absolute Memory-Adressen. Und das heißt, wir haben jetzt Lese- und Schreibzugriff auf den gesamten DRAM. Und jetzt, was können wir Cooles machen mit vollem Schreibzugriff auf DRAM? Normalerweise ist DRAM voll mit Daten aus dem Disk, aber wenn da keine Disk ist, dann ist da sehr viel leerer Speicherplatz. Und dieser Speicherplatz ist benutzt, um die Firmware während einem Update zu speichern. Wie genau das funktioniert, das könnt ihr auf unserem Wiki nachlesen. Und diese Prozedur ist identisch bei PlayStation 3 und PlayStation 4, aber hier versuche ich nochmal zu erklären, wie das für das Drive aussieht, aus Sicht des Laufwerks. Also der Block ist mit Write Buffer empfangen. Wenn das der erste Block ist, dann kann man die Special Structure initialisieren und man packt das Ganze in den DRAM. Dann überprüft es, ob es alle Blöcke empfangen wurden. Wenn sie alle empfangen wurden, dann wird der Hash validiert. Wenn der Hash korrekt ist, wird die Firmware dekryptet, also entschlüsselt. Dieser Prozess kann etwas dauern und wie diese Logik funktionieren sollte, ist, dass die Konsole ein Test-Unit-Ready-Kommando senden soll, um zu sagen, ob die Firmware schon dekryptet wurde. Und wenn sie fertig entschlüsselt ist, dann kann das Firmware-Update in SRAM kopiert werden und ausgeführt werden. So. Und hier können wir jetzt die Zeit überprüfen, die dieser Teil dauert. Hier können wir einfach Daten reinschicken, warten, bis es entschlüsselt wurde. Und wenn es entschlüsselt wurde, dann können wir unseren Trick benutzen, um einen kompletten Dump dieser Firmware durchzuführen. Und nach der Validierung können wir tatsächlich auch einige Sachen in der Struktur ändern. Also anfangs hatte ich nur eine Firmware für genau diese Version des Laufwerks. Aber dann habe ich diese bekommen und dann diese bekommen und diese. Und das ist jetzt schon die PlayStation 4. Und ich habe noch mehr bekommen. So, in diesem Stadium ist es trivial, dann eigenen Code auszuführen und alle Strukturen sind in DRAM gespeichert. Also wenn jetzt jemand meine Schritte wiederholen will, das ist schon ein Hint. Wenn man solche Exploits macht, muss man normalerweise sehr vorsichtig sein, weil dieses
Gerät einen eigenen Speicher hat. Also wenn man jetzt hier irgendwas falsch macht, dann kann es passieren, dass man das Gerät brickt und das funktioniert dann nicht mehr und dann darf man wieder mit einem neuen Gerät neu anfangen. Aber in diesem Fall kann ich sagen, dass es ein Emergency Boot Firmware gibt und wenn der Hash der Hauptfirmware beim Booten nicht übereinstimmt, dann wird diese Notfallboot-Firmware geladen und man kann das Gerät aus dem Brick wiederherstellen. Und warum ist das jetzt so passiert? Wahrscheinlich ist der Fehler passiert, als die Firmware an Sony übergeben wurde. Dann ist das Problem aufgetreten, dass die Ingenieure nicht wirklich verstanden haben, wie genau die Funktionalität der DSP-Register aufgebaut ist. Und einige SCSI-Befehle wurden einfach übrig gelassen für Diagnosezwecke. Ja, und einige Fälle wurden einfach nicht betrachtet. Und jetzt haben wir hier mysteriöse Daten und wir haben uns immer gefragt, was ist das jetzt? Was sind das für Daten? Weil wir nirgends finden konnten, wie diese Daten entschlüsselt aussehen und ich konnte sie tatsächlich entschlüsseln und es stand nichts Interessantes drin. Und ich habe ein paar Tricks benutzt, ein bisschen gerechnet, ein paar Flags gesetzt, aber es kam nichts Interessantes raus. Für mich war es trotzdem sehr interessant zu sehen, wie die Schlüssel von der Disk gelesen wurden, weil diese Information irgendwie damit zusammenhängen sollte, wie Disks verifiziert werden. Und bei der PS3 werden zwei verschiedene Schlüssel verwendet für die Disks. Die erste ist für die Verschlüsselung der Diskdaten und der zweite ist für die Entschlüsselung von gespeicherten Daten. Das ist alles bei der PS4 identisch. Und diese Schlüssel werden vom Kryptoprozessor zugegeben, aber erst wenn das Gerät authentifiziert wurde. Und hier sage ich mal, was über die Authentifizierung bekannt ist. Die Authentifizierung des Laufwerks sind die Hauptpunkte, die die ODD-Sicherheit sicherstellen. Da gibt es zwei Wege, um diese Schlüssel zu erhalten. Entweder man kann den Kryptoprozessor hacken in der Spielkonsole oder im Laufwerk. Und solche Hacks hinzukriegen, ist sehr, sehr schwierig. Und das Security-Modell ist einfach effektiv gegen Piraterie. Und es gibt viel einfachere Wege, um illegale Kopien von Spielen anzufertigen. Wenn man jetzt die Firmware der PlayStation kopiert oder simuliert, dann kann man Spiele auch kopieren. Hier gibt es jetzt nochmal das Security-Modell vereinfacht. Und es gibt jetzt hier zwei kryptografische Prozessoren, dargestellt als weiße Schlösser. Und es ist nicht erlaubt, da von der Firmware reinzukommen in diese Prozessoren. Aber es passiert auch geheime Kommunikation zwischen diesen zwei Schlössern. Also das war jetzt die beste Analogie, mit der ich aufkommen konnte. Wenn man die Firmware der Spielekonsole hackt, dann kann man diese Kommunikation komplett umgehen. Man nimmt einfach die Daten und man lässt sie auf der Konsole laufen. Also kann man raubkopierte Spiele spielen. Aber wenn man im Drive ist, dann kann man diese Kommunikation nicht starten. Also alleine vom Laufwerk aus kann man keine kopierten Spiele spielen. Jetzt Experimente mit dem kryptografischen Prozessor. Das war der eigentliche Grund für Code Execution mit dem Kryptoprozessor. Oder, ja. Und ich konnte Krypto-Firmware von PS3 und PS4 Laufwerken lesen. Und der Prozessor von der PS4 fing an, sich genauso zu verhalten, wie er es in der PS3 sollte. Sogar einige Offsets für Register haben sich verändert. Und ich habe schon erwähnt, dass diese Kommunikationsprozesse sehr kompliziert sind und ich wollte ein paar Werte ändern.
Also habe ich einen eigenen Fuzzer geschrieben, um diese Bits zu flippen, die um zu registrieren geschrieben werden, und das war komplett nutzlos. Wenn man nämlich einige solche Werte ändert, dann wirft der Prozessor einfach Fehlerwerte aus und nach einer Weile hängt er sich auf und man muss ihn neu starten. Also schließlich habe ich dann herausgefunden, dass diese Funktionen wie folgt funktionieren. Erst muss man den Seed für den Hash zur Verfügung stellen, dann die Kommandos zur Verfügung stellen, Daten und Schlüssel, dann den Hash, um die Kommandos zu verifizieren, und schließlich werden sie verifiziert und ausgeführt. Jetzt gibt es hier noch ein anderes Schloss, und mit diesem anderen Kryptoprozessor habe ich herumgespielt, aber dann irgendwann das Interesse verloren, weil es niemals mein Ziel war, die Verschlüsselung, also die den Kopierschutz zu brechen. Also sehr viel von dem passiert wahrscheinlich auch in der Hardware. Und das war jetzt der allererste kommerzielle Version. Und die Hauptkomponenten sind diese zwei. Das ist ein 1 MB NOR Flash von Spension und dann die Haupt-MCU von Sony, die auf ARM-Basis funktioniert. Und in dem NOR Flash ist die Firmware. Die Firmware wird also von externem Flash ausgeführt. Die Daten werden in Echtzeit entschlüsselt und natürlich ist der Entschlüsselungsalgorithmus auf XOR-Basis. Also haben wir jetzt einen XOR-Stream einer bestimmten Größe. Und was machen wir meistens, wenn wir solch einen Fall haben? Wir suchen einen Bereich, der mit Nulls gefüllt ist, mit Nullen gefüllt ist, und dann können wir den Teile der Firmware wiederherstellen. Nicht alles, aber einige Stücke, einige Teile der Firmware. Und ich habe erwähnt, dass der Code von externem Flash ausgeführt wird, aber die Integrität der Firmware ist beim Start überprüft. Das ist jetzt ein Problem für uns, oder? Na, nicht wirklich. Wir können nämlich alle Speicherzugriffe von der Haupt-CPU zum externen Flash analysieren. Wir können den Lesezugriff mit FPGAs manipulieren. Wir können kleine Payloads schreiben und das mit dem XOR-Stream verschlüsseln. Und wir können den Speicherzugriff von der CPU, nachdem die Firmware verifiziert wurde, noch manipulieren. Und dann können wir diese Payload verwenden, um Klartext zu lesen und auszuführen. Das heißt, wir bekommen Code Execution und unseren Firmware-Dump. Diese Firmware war relativ interessant, weil im Gegensatz zu der Resas-Firmware hat sie viele Debug-Informationen, es hat einen speziellen seriellen Monitor mit sehr vielen Befehlen, und einige dieser Befehle sind recht interessant: Peek, Poke, Dump und viele weitere. Und wir brauchen ein spezielles Passwort, um es zuzugreifen. Auch der Kryptoprozessor ist viel einfacher als beim Resas. Viel einfacher, und wir schreiben einfach Schlüssel, Daten und die Größe von Daten zu einem spezifischen Offset in den MMIO-Region, und dann initialisieren wir den Befehl. Und wenn ihr diese Daten vom Flash lesen wollt, dann könnt ihr das nicht machen. Ihr kriegt einfach nur Müll zurück. Sollte so funktionieren, dass man spezielle Funktionen nutzen, die im Bootloader sind, um diese spezifischen Offsets zu setzen. Aber das kann natürlich mit einem return-orientierten Programm umgangen werden. Und alle Funktionen haben Integer-Overflows. Das sind frei. Wir können die ganzen Daten auslesen, und wenn wir das machen, dann gibt es einen interessanten String am Anfang, der Kryptobereich, und es sollte nicht möglich sein, das zu lesen. Und Sony MCU und Resas MCU sind komplett unterschiedliche Systeme, und das bedeutet, dass alle peripheren Geräte unterschiedlich sind und die unterschiedlich auf sie zugegriffen werden sollen. Aber ich habe ein Peripheriegerät gefunden, das gleich in beiden Firmware-Geräten ausgeführt wird. Das heißt, eins ist in beiden identisch.
Sony und Rinsas MCU. Der einzige Unterschied ist in den Adressen. In Sony ist die Adressen in einem speziellen Bereich, aber es speichert im Rinsas, wenn sie in diese Indigo DSP Register geleert werden. Dieses Gerät ist, ich vermute, dieser Disk-Verifikationsgerät. Es scheint die CRC zu müssen, es hat einen XORed und Schutz in spezifische Register. Wenn wir es modifizieren, dann wird der kryptografische Prozessor diesen Schlüssel nicht zurückgeben können. Das heißt, wir haben einen Teil von diesem CD-Verifikationsbereich und der Rest ist relativ komplex, wenn es nur in Hardware initialisiert ist. Und noch ein anderer interessanter Fakt: Noki ist kurz für Inoki, ist ein sehr leckerer Pilz. Also, Ergebnisse. Ich glaube, dass Sony und Partner gut gearbeitet haben. Das Sicherheitsmodell ist sehr gut und hat sich bewiesen. PlayStation Blu-ray-Geräte existieren seit 2006, aber wurden seitdem nicht öffentlich gehackt. Aber viele haben es versucht, wenn man den Gerüchten glauben kann. Hier ist etwas, was wir alles lernen können. Die Firmware kann gehackt werden. Leute wie ich haben ein paar Probleme, es zu reverse-engineeren, aber kryptografische Prozessoren ist ein interessantes Echtweltziel, wenn ihr Glitching und SCR benutzen wollt. Aber, ja. Außerdem Respekte für alle, die schon daran gearbeitet haben, die versucht haben, die Blu-ray Player von PlayStation zu lesen. Insbesondere Dank an den, der die Firmware gegeben hat. Hier noch ein paar Informationen über Responsible Disclosure. Im November 2008 hat das Sicherheitsteam in Sony Interactive Entertainment hat mir kommentiert, wir haben die Präsentation gesehen, kannst du auf dem 36C3 darüber reden? Ja, klar. Ich habe Ihnen die Informationen über die Sicherheitslücken gegeben und es war relativ überraschend, was als nächstes passierte. Es war komplett unerwartet, aber das Sicherheitsteam hat mich eingeladen, einen Bug-Bounty, das sie vor kurzem veröffentlicht haben, geben. Sie haben alle Vulnerabilities genutzt. Sie haben gesagt, eine hohe und zwei Medium-Sicherheits-Bugs. Nichts Kritisches. In keiner Art und Weise sind diese Bugs kritisch. Und alle Sicherheitslücken wurden in der letzten Firmware gefixt. Vor 9 oder 10 Tagen ist die Firmware rausgekommen. Das heißt, ich bin der erste Researcher, der einen Bug Bounty von der PlayStation bekommen hat. Also, halt weiter. Sony möchte ein paar richtig tolle Sachen veröffentlichen. Ich hoffe, dass ihr das alle mögen wollt, also euch das interessiert. Und ich hatte eine sehr nette Erfahrung und ja, wenn ihr was findet, redet mit denen. Meine ganzen Folien sind hier veröffentlicht und vielen Dank. Thank you very much, Boris Lein. If you have questions, vielen Dank auch von uns aus der Übersetzerkabine. Wir sind Franz T. und Ben. Wenn ihr Fragen stellen wollt, dann könnt ihr das über Twitter mit dem Hashtag Borg machen. Und wenn ihr Feedback an uns als Übersetzer habt, dann könnt ihr das an hello@c3lingo.info senden oder mit dem Hashtag C3Translate twittern und Mastodon. Was ist der Konnektor? Ja, das ist ein üblicher Konnektor, den man findet, den kann man selber zusammenlöten. Und ich fand es sehr einfach ihn zu kaufen, weil er sehr verfügbar war. Short answer. Microphone number one, please. So I think there are some, ich glaube, es gibt ein paar Hardware-Emulatoren im Markt. Kennt ihr dich darüber? Hacken die irgendwas oder ist das gar nicht abgesichert, also dass man die Hardware einfach mit seiner eigenen ersetzen kann, mit einem eigenen Emulationsgerät? So,
Also wie ich es erwähnt habe, muss man, um das tun zu können, einen Weg, um die sichere Kommunikation zu umgehen. Um das machen zu können, ja, also diese Kommunikation, die ist sicher. Man braucht die Schlüssel, um diese Kommunikation zu nutzen. Und diese Schlüssel zu bekommen, ist sehr eine große Herausforderung. Vielleicht erinnerst du dich noch an eine andere Präsentation, wo es darum ging, Spook zu brechen. Wir haben sowas für diesen Prozessor der PS4 noch nicht gesehen. Aber Sony war jetzt hier auch in der Lage, diesen Bug zu finden. Also im neueren Modell werden diese Bugs nicht mehr drin sein. Also deswegen ist es eine große Herausforderung, solche Geräte herzustellen. Das ist, weil einfach sehr sichere Schlüssel verwendet werden. Ist diese MCU der Sony ein Toshiba MCU? Ist da eine Ähnlichkeit von den Toshiba ARM-CPU von der PS Vita oder ist es was komplett anderes? Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe die meiste Zeit meiner Forschung hier in diesen PlayStations verbracht und ich habe keine Zeit mit der Toshiba verbracht und daher weiß ich das einfach nicht. Habt ihr euch geschaut, wie die Festplatte eine echte PS2, 3 oder PS4 Gerät ist, wie sie das verifiziert? Ja, also ich denke, dass es da eine dedizierte Komponente existiert, um Disks zu verifizieren. Und ich weiß, dass einige Teile existieren, um Daten von diesen Disks zu lesen und zu verifizieren. Aber der Rest der Magie ist einfach unbekannt, weil man sehr viel reverse-engineeren müsste, was einfach unbekannt ist. The Internet has a more complex question for you. Why is there more interest in hacking PS4? Ist es interessanter, die PlayStation 3 oder 4 zu hacken, als die Xbox? Ist das, weil Piracy nicht notwendig ist, weil jedes Spiel ein Windows-Spiel ist, oder? Na, nicht direkt. Also die Leute mögen einfach PlayStations, weil es exklusive Titel gibt und naja. Außerdem ist die Xbox-Sicherheit einfach auch ziemlich gut. Ich denke tatsächlich, dass sie sogar besser ist als in der PlayStation. Einige meiner Freunde haben Erfahrung damit und es ist sehr schmerzhaft, damit zu arbeiten. Also Microsoft, die beschützen auch die Computer und die haben Technologien, die sie verwenden können, um auch ihr IP zu schützen. Sie haben außerdem einige spezielle Techniken und neue Ideen, um es viel schwerer zu machen, die Konsolen zu hacken, als Computer zu hacken. Vielen Dank dafür. Und das war's. Und keiner meldet sich. Wir haben keine weiteren Fragen. Bitte, eine große Runde Applaus für Boris Link.